Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch einmal ein Programm für den Computer zeigen, das heißt Android Screencast. Und mit dem könnt ihr euer Android-Gerät steuern, während ihr an dem PC seid. Ich habe das Ganze hier einmal eingerichtet. Hier ist jetzt mein Nexus One angeschlossen. Das muss also über ein USB-Kabel angeschlossen sein und die Treiber müssen installiert sein. Und jetzt kann ich das Ganze steuern, es laggt ein wenig. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach rechts scrollen würde, dauert das ziemlich lange, bis ich rechts ankomme. Aber ihr seht, dass das allgemein klappt, das zu benutzen. Man kann nicht nur links und rechts scrollen, sondern man kann das ganze Telefon eigentlich benutzen. Wenn ich hier unten raufklicke, öffnet sich der App Drawer. Dann habe ich hier unten noch kleine Knöpfe. Da habe ich einmal Home, Menu, Back, Search, Call und End Call. Wenn ich jetzt wieder auf Back klicke, komme ich eigentlich wieder zurück. Dauert ein wenig. Und ich kann auch zum Beispiel eine App aufmachen. Und in dieser App kann ich auch tippen mit der Tastatur. Das ist ganz cool. Da kann ich also schnell SMS tippen. Hallo du, wie geht es dir? Mir geht es gut. Folgt uns doch bei Twitter. Oder abonniert unseren YouTube-Kanal. Ja, also so kann man sehr schnell SMS tippen. Und funktioniert auch alles relativ gut. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz noch auf dem Nexus One. Das steht denn jetzt hier. Und wenn ich das Ganze jetzt... Oh, jetzt fällt die Kamera runter. Wenn ich jetzt hier... Schau mal, ob man das ein bisschen besser sehen kann. So, und wenn ich jetzt hier wieder Sachen lösche oder so am PC, kann ich, ohne dass ich was mache, seht ihr, dass ich hier auf den PC, irgendwie auf das Handy zugreifen kann. Und an sich eine sehr schöne App. Ist noch ein bisschen langsam, aber hoffentlich wird das noch behoben. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank!